Mein vierter Versuch, das Video aufzunehmen. Ich binde jetzt einfach alle satanischen Mächte der Finsternis, die das verhindern wollen, jedes Aufkommen eines Sturmes, jede Störung, jeder Unterbruch in Jesu Christi Namen, in der Autorität Jesu. Amen. Ich will nämlich über Angst sprechen, über Fear. False evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen real. Und Faith, also Glaube. For all I trust him, in allem vertraue ich ihm. Corrie ten Boom, eine Frau, die das KZ überlebte, ihre Familie leider nicht, hat den Satz geprägt: Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich könnte Ängste erfunden haben. Ich war so ängstlich als Kind, dass selbst wenn eine Fliege auf meinem Arm landete, ich begann zu heulen. Später habe ich mich all den Ängsten gestellt. Gut, es gibt Sachen wie Bungee-Jumping und Fallschirmspringen, wo ich für mich entschieden habe, das muss ich nicht. Aber zum Beispiel das Fahren auf Kies, das Bremsen auf Kiesweg, Motorradfahren, all diesen Dingen als Beispiel habe ich mich gestellt. Und ich freue mich, dir erzählen zu dürfen, dass ich heute ein tolles Erlebnis hatte, was auch mit Ängsten und vielleicht Traumata zu tun hat. Mein lieber Freund, ich nenne ihn Flo, hat mich eingeladen, asiatisch essen zu gehen. So habe ich ihn um 11.30 Uhr abgeholt. Wusste, er will nur der Straße entlang auf dem Bürgersteig, weil dort sind keine Hunde. Hat der liebe Freund mal erlebt, als er einen anderen Weg ging, eben eine unschöne Begegnung mit einem Hund. Und er hat mir heute gesagt, du, ich habe ein Trauma davon getragen. Nun bin ich ein Mensch, der andere schon ein bisschen, sage ich mal freundlich gesagt, animiert, Schritte zu gehen. Aber wir müssten schon in den Schuhen von jemand laufen, um zu verstehen, was die Person wirklich durchmacht. Und alles hat seine Zeit. Als wir vom Asiaten zurückkamen, wieder auf seinem Lieblingsweg, kam uns auf dem Bürgersteig eine Frau entgegen, mit Hund, Hundegröße eines Schäfers. Und Flo sah ihn im letzten Moment und ich sagte, du, jetzt musst du dich stellen, wir sind ein bisschen ausgewichen, weil auf dem Bürgersteig nicht drei Leute und ein Hund Platz hatten, um aneinander gut vorbeizukommen. Und ich habe danach vor Rührung feuchte Augen gehabt, weil sich Flo stellte und ganz tapfer blieb, kein Angstanfall kriegte oder sonst irgendwas, Schreikrampf. Ich habe dann aus Spaß gesagt, ja, der Hund hat wohl die gleiche Nachspeise gehabt wie wir nach dem Asiaten, deshalb hat er jetzt keinen Appetit mehr. Wir durften dann noch Mausi treffen, ich nenne sie jetzt so, sie heißt natürlich nicht so, die liebe Freundin von mir, die ich schon viele Jahre kenne, und haben uns noch sehr gut über Ängste unterhalten. Weißt du, Gott hat nicht geplant, dass wir uns von Ängsten begrenzen lassen. Ängste sind Täuschungsmanöver des Feindes. Wie ich sagte, false evidence appearing real. Falsche Tatsachen erscheinen dir als Realität. Und ich sage dir, Gott hat für dich Weite geplant. Nicht Enge von Ängsten. Oft hilft es, die Ängste beim Namen zu nennen. Das ist wie, wenn du einen Stein hochhebst, hat es doch manchmal so Insekten drunter. Und wenn das Licht kommt, macht es wusch, sie sind alle weg. Zieh die Angst, was auch immer es ist, nenn sie beim Namen und zieh sie ans Licht. Oftmals haben die Dinge mit unserer Vergangenheit zu tun. Nehmen wir an, es gibt jemanden, der vielleicht eine Bezugsperson hat, und er kommt jetzt nicht so gut klar mit dieser Bezugsperson. Vielleicht hat es gar nichts mit der Bezugsperson zu tun oder mit der Freundin, dem Freund, dem Kollegen, dem Vorgesetzten, was weiß ich, sondern mit deiner eigenen Geschichte. Der andere ist nämlich nicht dafür verantwortlich, was er in uns auslöst. Wir sind selber verantwortlich für unsere Gefühle. Und deshalb, ich habe mich so gefreut, es war noch schöner als asiatisch Essen und Nachspeise dazu, einfach das erleben zu dürfen. Und ich versuche auch über mir selber immer Worte des Lebens auszusprechen. Hätte ich mich begrenzt, würde ich heute noch im Bett liegen mit Burnout. Aber ich habe einfach Worte des Lebens über mir ausgesprochen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, der mich kräftigt. Ich kann alles durch Christus. Ich bin mehr als ein Überwinder.
meine Berufung ist nicht im Bett liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und rauszugehen. Und Gott hat ja mir verheißen, dass er mich innerlich heilen will, dass ich äußerlich aufstehen kann. Und das hat er getan, wie vieles andere auch. Er ist treu, wo wir es eben nicht sind. Und so habe ich mich so gefreut mit Mausi und Flo über diesen kleinen Schritt. Ja, manchmal sind es Babyschrittchen. Und Flo hat mir gesagt, weißt du, ich möchte keine Rückschritte machen, nur Fortschritte. Ja, aber das Leben ist kein Wunschkonzert und manchmal lernen wir in einem Rückschritt auch was. Das ist so. Ich bin halt ein Macher, ich liebe es einfach vorwärts zu gehen. Aber man kann nicht immer von sich aus gehen, ja, aber ich hätte jetzt das schon lange hinter mir, ich könnte das schon lange, ich hätte keine Angst mehr. Ja, wie kann der Angst vor Hunden haben? Wenn du nicht in der Situation bist und nicht in seinen Schuhen läufst, ja, schwierig. Joyce Meyer hat einen guten Satz. Du musst dich der Sache zweimal stellen im Moment, wo es passiert. Also jetzt Beispiel Hund. Und dann gleich noch einmal. Hätte ich aufgehört, nach meinem ersten Autounfall Auto zu fahren, gut, hätte mir auch vieles erspart, aber dann würde ich heute nicht fahren. Hätte ich nach meiner Vergewaltigung nie mehr was mit Männern zu tun haben wollen. Ja, es hätte mir auch Elend erspart zum Teil, aber das habe ich mir selber zugefügt. Aber ich hätte viel Schönes verpasst. Weißt du, wir sind nicht geschaffen für die Enge, sondern für die Weite. Deshalb stell dich deinen Themen. Schau auf einer Skala von 1 bis 10, wo du aktuell stehst, vielleicht 5, dann frag dich selber, was hilft mir jetzt, dass ich auf 6 komme, was bräuchte es? Und hab Faith, for all I trust him, in allem vertraue ich Gott. Angst ist nur ein Fake, eine Täuschung des Teufels. Deshalb spreche ich dir heute zu, du bist mehr als ein Überwinder. Und alles vermag ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich pack die Angst an den Hörnern und schaue ihr ins Gesicht, denn im Auge des Hurrikans ist es am sichersten. Ich nerv mich manchmal über Filme, wo jemand ein Geräusch hört draußen und fragt, ist da jemand, ist da jemand? So was würde ich nie sagen, dann weiß ja das Gegenüber gerade, wo du bist. Und sich so in Ängsten gefangen nehmen lassen, dann schaust du irgendeinen Film, dann kriegst du Angst, wenn irgendwo ein Geräusch ist. Ich stelle mich den Dingen. Wie gesagt, es gibt auch Dinge, wo du dich nicht stellen musst, das musst du für dich selber entscheiden. Aber wenn es dich begrenzt beim Spazierengehen, oh, hoffentlich hat es dort keine Hunde, hoffentlich hat es dort keine Katzen, hoffentlich ist das, ist jenes, dann ist eine Unfreiheit da. Aber Jesus hat dich zur Freiheit befreit. Er hat jede Unfreiheit ans Kreuz getragen. Ich mache dir Mut. Am Ende kommt alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Gott sieht in dir schon, was du werden wirst, nicht was du aktuell bist. Deine Zukunft ist nicht Krankheit, betreutes Wohnen, Depression, was weiß ich. Deine Zukunft ist eine andere und der Teufel weiß das und will es verhindern. Deshalb hab Mut. Es kommt gut. Geh vorwärts. Du kannst das Leben zwar nur verstehen, für das, was in dem, was du erlebt hast, rückwärts verstehen, aber vorwärts musst du es leben. Einen lieben Gruß aus dem Berner Seeland. Tschüssi.